herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Informationen zum Thema Weiterbildung, Entwicklung, Lernen und hier einfach auch zum Thema, wie setzen Sie dieses Projekt, wenn Sie es als Projekt entsprechend aufsetzen, einfach auch im Unternehmen um. Ganz wichtig ist, dass Sie am Anfang mal für sich einfach auch wirklich eine ganz klare Entscheidung haben, Sie wollen das tun, Sie wollen da was verändern. Auf der einen Seite, weil es von der Unternehmensführung einfach auch entsprechende Forderungen gibt, hier Richtung Strategie und Weiterentwicklung und Begleitung der Weiterentwicklung mit umzusetzen. Auf der anderen Seite, weil es einfach auch von den Mitarbeitern einen entsprechenden Druck gibt, hier Dinge zu verändern. Jetzt, wenn Sie so ein Projekt in die Hand nehmen, ich habe es in einem anderen Teil schon mal kurz angesprochen, es geht nicht nur darum, irgendein Tool einzuführen, es ist kulturelle Veränderung, die stattfindet. Das heißt, es reicht einfach nicht nur, Werkzeuge, IT-Systeme zu implementieren. Es geht darum, das Unternehmen und die Mitarbeiter mit diesen neuen Tools und Werkzeugen einfach alles nutzbar zu machen und damit einfach auch diese Veränderung mit zu begleiten. Und das Thema ist bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Ja? Also es geht nicht nur darum, einfach zu sagen, man hat einen Weg, wie das Ganze funktioniert. Das kann es nicht sein, weil auf der einen Seite unterscheiden sich Sie als Unternehmen, entweder sind Sie im Maschinenbau oder Sie sind überhaupt im Handwerk oder Sie sind im Bereich von Public Services, was auch immer, also im Bereich der Non-for-Profit-Unternehmen. Damit haben Sie ganz unterschiedliche Prozesse, Sie haben unterschiedliche Kulturen. Ihre Mitarbeiter, Ihre Organisation agiert anders. Sie müssen also den Weg für Ihr Unternehmen finden, um diese Veränderung, diese Innovation, die Sie ja notwendigerweise haben und umsetzen müssen, einfach auch entsprechend zur Anwendung zu bringen. Damit auf der einen Seite natürlich wichtig, wo geht die Unternehmensstrategie hin, also die Anbindung dieser Veränderung, dieser Begleitung zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Auf der anderen Seite geht es ja um die Personen selbst, die Sie mitnehmen müssen, also um Ihre Mitarbeiter, um Ihre Führungskräfte, die diesen Weg einfach auch entsprechend begleiten müssen. Und damit ist es ganz, ganz wichtig, einfach auch diese Personen, diese Gruppen entsprechend mitzunehmen. Das heißt, beim Definieren des Projektes einfach auch die Betroffenen schon mit ins Boot holen. Gemeinsam mit ihnen zu konzipieren, was ist vielleicht einfach auch das Wichtigste, die ersten Schritte im Unternehmen in der Umsetzung. Wo kann es am besten vielleicht einfach auch am leichtesten funktionieren? Oder in einem anderen Unternehmen ist es vielleicht der Ansatz in einem ganz schwierigen Teil heraus, um das mit den Mitarbeitern gemeinsam dann zur Umsetzung zu bringen. Da gibt es Methoden, wie man solche Projekte aufsetzt. Wir arbeiten ganz gern mit dem Ansatz von oder mit Werkzeugen aus dem Design Thinking Prozess heraus, der einfach auch solche Innovationsprojekte, agile Innovationsprojekte unterstützt und damit Prototypen, also Beispiele generiert, die hier einfach auch dann später zur Umsetzung kommen. Also da kommen wir auch zum Punkt, Sie müssen Modelle oder Beispiele, sage ich mal ganz gern Prototypen einfach auch definieren. Das heißt, in einer bestimmten Abteilung starten Sie und definieren mit den Betroffenen, was ist an Information, an Qualifikation gefordert in Verbindung mit zur Unternehmensstrategie und dann die richtigen Elemente zu finden und den richtigen Prozess gemeinsam mit den Mitarbeitern. Was sind vielleicht virtuelle Lernelemente? Was muss gemeinsam über Coaching, über Reflexion entsprechend mit umgesetzt werden? Und was ist dann auch in der Einzelarbeit von Personen einfach auch relevant? Wichtig ist einfach auch eben am Anfang durchaus den Gesamtscope, ja, also den Gesamtbereich und das Big Picture für das Unternehmen zu generieren, aber dann einfach auch Teile herauszunehmen, die schnell und effizient einfach auch umgesetzt werden können. Um den Erfolg dieser ersten Projekte einfach auch im Unternehmen zu reflektieren, den Erfolg mit anderen zu teilen und da die nächsten Schritte entsprechend zu setzen. Aber durchaus nochmal zurückkommend einfach auch, was wollen Sie als Ziel mit dieser Maßnahme auch wirklich erreichen? Bis wann wollen Sie das erreichen? Und welche Schritte sind eben die Wege dazwischen? Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Wichtig ist, dass Sie starten mit der Umsetzung. Nicht warten, sondern umsetzen, daraus lernen, Erfahrungen sammeln, um hier einfach auch den Erfolg für Ihr Unternehmen in diesem Bereich einfach auch zu generieren. Danke.